Treffpunkt zu dieser Miniführung im Großbasel war der Tangerli-Brunnen vor dem Theater. Der Fasnachtsbrunnen, wie er eigentlich richtig heißt, ist ein vom Künstler Jean Tangerli geschaffener Brunnen, der hier auf dem Theaterplatz in Basel steht. Er wurde zwischen 1975 und 1977 an der Stelle der Bühne des alten, abgebrochenen Stadttheaters gebaut und war ein Geschenk der 50-jährigen Migros an die Stadt Basel. Der Brunnen mit 10 maschinellen Skulpturen in einem großen Wasserbecken, welche zum Teil aus Versatzstücken, das heißt aus beweglichen, versetzbaren Teilen der ehemaligen Bühnenausstattung des Stadttheaters konstruiert wurden, zeigt die für Jean Tangerli typischen Wasserspiele. Ihm gegenüber steht die Elisabethenkirche, die bedeutendste neugotische Kirche der Schweiz und stellt in Architektur und Ausstattung ein Zeugnis des Historismus dar. Weiter geht es vorbei am Stadtcasino und dem Barfüßerplatz, hinauf auf den Kohlenberg, eine Erhebung in der Stadt Basel westlich des Rheins. Dort befinden sich diverse Schulen, die St. Leonardskirche und die Musikakademie der Stadt Basel. Eine Straße, die nach der Erhebung benannt ist, wird von der Tramlinie 3 befahren. Der Kohlenberg grenzt unmittelbar an die Altstadt. Von hier aus blickt Ritter Georg vor dem Leonhard-Gymnasium in Richtung Barfüßerplatz. Samuel Rudolf Rickenbach, auch Ding Ding genannt, war von 1932 bis 1954 Denkmalpfleger von Basel-Stadt. Seinen Beinamen Dinge Dinge erhielt er, weil er die Pausen mit a Ding zu füllen pflegte, wenn er in seinen Reden ins Stocken geriet. Auf unserer Tour durch einen Teil von Großbasel sind wir am Heuberg angekommen. Durch seine ländlichen Accessoires erinnert er heute noch ein wenig an ein Dorf. Eine der Sehenswürdigkeiten ist der renovierte Spießhof. Auffallend ist, dass es hier keine Hausnummern gibt, sondern die Häuser, welche teilweise nachrenoviert sind, mit Namen bezeichnet sind. Seit 1861 steht der Gemsbrunnen. Der Brunnentrog ist achteckig und der größte der Stadt. Da die Gasse schon lange Gemsenberg hieß, wurde entschieden, dass eine Gemse auf dem Brunnenstock muss. Um den Brunnen überhaupt in die Stadt bringen zu können, musste ein Teil der Stadtmauer abgebrochen werden. Wenn man den Spalenberg entlang geht, so bemerkt man schnell, dass hier der Basler Walk of Fame Einzug hielt. Namen, deren Besitzer für Basel wichtig erschienen. Jörg Schild, der Altregierungsrat Basel-Stadt, der Filmproduzent Arthur Kohn, das Ehepaar Bayerle und viele, viele mehr. Aber auch der ganzjährige Weihnachtsmarkt von Johann Wanner hat hier seit Ewigkeit sein Domizil. Ebenso wie das Kleintheater Fauteu. Dort, wo Schneidergasse, Hutgasse und Münzgasse sich treffen, ist der Marktplatz nicht mehr weit. Und hier steht es in seiner vollen Pracht, das Rathaus, ein Repräsentationsbau. Es fällt durch seinen roten Sandstein und den markanten Turm auf. An derselben Stelle wurde 1290 das politische Zentrum Basels etabliert. Von hier aus geht es den Schlüsselberg hinauf in Richtung Münsterplatz. Ein kurzer Halt am Haus zur Mücke, welches 1545 errichtet wurde. Von 1671 bis 1849 als Universitätsbibliothek diente und im gleichnamigen Vorgängerbau fand 1439 das Konklave statt, das Papst Felix V. wählte. Dann endlich liegt er vor uns, der Münsterplatz mit dem Basler Münster, der Hauptsehenswürdigkeiten und Wahrzeichen der Stadt Basel. Zurzeit hat das Münster einen Besuch und zwar von Iron Tree, dem Künstler IYY im Rahmen der Art in Basel. Die rote Sandsteinausführung und die bunten Ziegeln, seine beiden schlanken Kirchtürme sind das Markenzeichen. Die ehemalige Bischofskirche, heute evangelisch reformiert, wurde zwischen 1019 und 1500 im romanischen und gotischen Stil erbaut.
Der ruhige Innenraum der dreischiffigen Kirche ist 65 Meter lang und 32,5 Meter breit. Rechnet man die seitlichen Schiffe mit einer Reihe von Grabkapellen hinzu, so besitzt das Münster sogar 5 Schiffe. Die farbigen Glasfenster stammen größtenteils aus dem 19. Jahrhundert. An der Südseite des Münsters liegt der doppelte Kreuzgang. Der große Kreuzgang gilt als elegantester und schmuckvollster der Schweiz mit hervorragenden Beispielen für die spätgotische Steinmetzkunst. Die Wände werden von zahlreichen kunstvollen Grabplatten bedeckt. Darunter liegen die Gräber vieler bedeutender Basler, wie zum Beispiel die des Humanisten Thomas Platter, des Bürgermeisters Rudolf Wettstein, des Mathematikers Jakob Bernoulli und des Philosophen Isaac Iserlin. Auch der Epitaph des aus Württemberg geflohenen Kanzlers Jakob Löffler befindet sich hier. Welch ein schöner Ausblick von der Pfalz über das Kleinbasel mit der Lebensader Rhein, der Basel so konsequent in zwei Teile schneidet. Dann geht es mit der Urlifähre über den Rhein auf die Kleinbasler Seite, dort wo sich auch die Schwimmer mit Begeisterung tragen lassen. Auch die private Schifffahrt trägt kräftig zum Treiben auf dem Rhein bei.